Ja. So! Also, guten Abend! Wir sind wieder zurück. Ein oder zwei machen wir sicher noch, oder? Ja, ich denke mal, es ist ja erst, keine Ahnung. 20 vor spät. Sprech nochmal mit dem Dave. Okay, na gut. Und mit dem Ei sprecht das Ei an. Und Martha. Ja, erstmal Martha. Hallo, ihr zwei! Guter Start für jede Folge. Ja, also. Es sind schon laute zu hören. Gut, es sind laute zu hören. Wie kann sie was hören? Ja, unglaublich, ja. Die ist echt gut. Dave hat gesagt, es sind schon laute zu hören. Ich werde jetzt Sven's noch schütteln. Sie hat selbst gehört, sie ist noch voll fit. Das merkt man auch an ihrer Stimme. Ach so, ja, okay, das sagt alles. So, jetzt gar nicht kurz vor Abnehmen oder so. Also, hey! Was ich krass am Hinterkopf. Gibt's was ich dir sagen wollte. Was war das nur? Ah, als ich vorhin am Blumenladen vorbeiging, wollte ich eigentlich kurz zu meinem. Zu Hause! Wow! Jedoch. Wurde ja. Kam ich nicht dazu, weil ich auf einmal dieses Weinen vom Blumenladen hörte. Tja. Ich wollte nochmal reingehen, um mir was Wichtiges zu holen. Etwas, was mir wirklich sehr wichtig ist. Na, und ich unbedingt ganz wieder klar brauche. Seine Pornosammlung. Nein. Es lässt mir keine Ruhe. Na, kann ich verstehen, ey. Ich weiß, dass Joy es... Das muss eine Pornosammlung sein. Ich weiß, sein. Kein Vorteil für unsere Gruppe bringt. Er ist der Einzige, der diese Art von Pornos mag. Ey, sowas Persönliches, um das ich dich bitten muss. Offensichtlich. Okay, ich höre zu. In meiner Küche liegt ein altes... Erinnerungsstück. Das ich unbedingt wieder möchte. So ein klassisch... Vintage-Style, ey. Ja, Erinnerungsstück. So aus den 80ern. Und es ist wirklich so wichtig für dich. Meine Pelzhandschellen. Oh, ich meine... Manga Love Story. Ich meine, ich riskiere dort draußen meinen Hals, aber nur für ein verficktes Erinnerungsstück. Dave! Krieg erstmal einen klaren Kopf, Junge. Komm klar, Mann! Oh Gott. Hast ja irgendwie recht. Tut mir leid. Jetzt weint er sich wieder. Ich weiß auch nicht, was ich mir dabei dachte. Ach komm, scheiß drauf. Und wenn deine Moral schon so am Ende ist, nützt uns das auch nichts mehr. Ich tue es. Ha! Wow! Hast du echt Mumm bekommen? Ein Arschloch, ey. Und du bist dir sicher, dass du das machen willst? Ich meine, es ist eine Game-Porno-Sammlung. Es ist ein Spiel, Junge. Natürlich mache ich das. Ja. Dein Haus ist eh nicht so weit entfernt. Das ist aber kein Problem. Und ich kann noch ein paar Leute abschnetzen. Okay. Genau, den leichten Wow. Ethan, danke. Ich bedanke mich nachher bei dir. Aha. Ich bin dir was schuldig, mein Freund. Ein Magazin von den Katzen. Ist schon gut. Nee, keine Katzenpussys. Okay. Eventuell eine neue Attacke oder so mal. Hatte ich schon die Tür aufgeschlossen. Du kannst einfach reingehen. Küche! Dort auf dem Tisch in der Ecke ist das, was ich gerne wieder hätte. Ich denke schon seit Stunden dran. Oh Mann! Ja, du wartest es also in der Küche auf. Okay. Danke. Ja, das finde ich irgendwie ekelhaft, in der Küche sowas zu machen. Oder hat immer nur Harold eingeladen. Ja, Harold und er, und das sind dann so Bondage. Ja. Oh nee. Bondage Vintage. Nee, lass mal. So 80er, 70er Jahresstyle, so mit Lockenfrisur und Behaarung im Teambereich. Nein, wo lang? Das ist mein Erinnerungsstück, meine Gummipuppe. Ich brauche sie. Blas sie bitte für mich auf. Ich brauche sie. Boah, guck mal, es ist rot geworden. Geil. Jetzt wissen wir, es ist heftig geworden. Ich glaube, das... Auch eins ein beim Blumenladen. Ja, immer noch. Nicht im Blumenladen. Unter dem Blumenladen. Komisch, wollen wir die Tür dazu? Da haben wir gar nicht nachgeguckt. Du auch, hatte Bene. Hatte Bene? Hat er sich wieder verloren? Nee, also in dem Haus nicht nachgeguckt, aber... Ja, auf dem Tisch. Ich guck erstmal im Kühlschrank, ob da was zu machen findet. Ich hab Hunger. Hallo? Das ist Daves Haus, ja? Dave ist auch nicht gerade so da. Das sieht schon so aus wie ein. Auf dem Tisch. Auf dem Tisch unten rechts in der Ecke. Küche. Hä? Küche. Hä? Bene! Küche, Tisch. Der weiße Tisch. Ach, das ist ein Tisch? Was ist das für ein Scheiße? Das sollte sein! Da ist ein Bild. Das ist ein Magazin. Genau, mal schauen, was drauf zu sehen ist. Lass es, Ethan, lass es. Also. Oh, langweilig. Ja. Keine Pornos. Es zeigt Dave am Strand mit einem Mädchen. Dave im Kimono. Auf der Rückseite steht noch was geschrieben. Strandausflug an Ammonia City. Für das tollste Mädchen der Welt, meine Schwester. Ja. Junge. Ich liebe dich so sehr, mein Schatz. Ich bin unendlich glücklich, dich gefunden zu haben.
Und bald ziehen wir endlich zusammen nach Dukatia City. Darauf freue ich mich besonders. In Liebe, dein Dave. Saxophon Solo. Oh Gott. Ja, schnell weg. Mia, ach Dave, jetzt weiß ich, warum du das Bild unbedingt wolltest. Verschwinden wir, Brando. Ich denke, dass wir Dave ein wenig aufheitern. Erinnerungsfoto erhalten. Moment, sieht diese Frau nicht wie ein Kerl aus? Oh Gott. Thai Girl. Schimmel. Oh, was soll's? Auf dem Tisch kommt ein Zombie hervor. Ja, irgendwie. Was? Das ist nicht dein Ernst. Tagchen. Schon wieder. Das war die Männerstimme bekommen. Tagchen. Tagchen. Oh. Was ist mit deiner Stimme passiert? Kommt von den perfekten Steroiden. Versuchst du dich wieder uns in den Weg zu stellen? Bene, man kann nicht sehen, was für Pose. Egal. Komm mal runter. Ich hatte niemals vor, euch in mein Leben zu hindern. So. Wie ist dein Name? Guck mal, wir sind so der Shinji und sie ist so Asuka. Namai, Watashiwa, Isen, Desu, Yoroshiku, Onegai, Itashimasu. Okay, Isen! Wow, sie klingt fast wie Martha. Natürlich. Tut mir leid, dass ich dich und deine Pokémon-Freunde voll gedroht habe. Eigentlich nur Freunde, aber Harold zählt nicht als Freund. Und dass ich die Elektronik des Zuges zerstört habe. Aber das hat alles seinen Grund. Und der wäre? Stell dir doch mal vor. Der Hochgeschwindigkeitszug ist verdammt laut. Und hat seine sehr starke Beleuchtung, die selbst aus größter Distanz nicht zu übersehen ist. Und wenn das die Untoten von außen sehen, ist die Hoffnung für alle verloren. Wenn auch mehr Untote in die Stadt kommen, sind wir alle dem Untergang geweiht. Wo ist Bianca eigentlich die ganze Zeit? Dann kommen einfach alle Menschen, die noch in Dukatia City leben, einfach mit uns mit. Und dann verlassen wir diesen trostlosen Ort für immer. Hi. Ethan, du verstehst nicht. Hier geht's nicht um die wenigen Überlebenden in Dukatia City. Ha. Hier geht es um die gesamte Menschheit. Shit. Die Seuche hat nämlich hier angefangen. Was man dann? Wie jetzt? Dieses Desaster hat hier angefangen und hat sich dann in ganz Johto ausgebreitet. Genau so ist es. Aber wie? Das heißt, wenn hier der Ursprung ist, kann man die Seuche aufhalten. Eins ist klar. Die Infektion lässt sich nicht heilen. Aber ja, sie lässt sich aufhalten. Oh, not bad. Damit sich nicht noch mehr Menschen und Pokémon infizieren, das hat höchste Priorität. Verstehst du nun? Deswegen darf Dukatia City nicht von Untoten überrannt werden. Hier können wir alles zu Ende bringen. Aber wie nur? Das Wie ist eine gute Frage. Ethan, ich werde später nochmal auf dich zukommen und dir mehr erklären. Okay. Ey, get out. Aber zuerst muss ich mich ein wenig um mein verletztes Mülltank kümmern. Das soll selbst die. Tut mir leid wegen deinem Mülltank. Ach, Georg hat es ja auch so gelabert, Waves. Ich habe den Kampf hier schließlich herausgefordert. Sollten wir das alles übernehmen und die Welt erreichen? Erreicht wieder den Normalzustand. Werde ich dir noch den Basisorden überreichen? Das bringt dir auch so viel. Noch eine Frage. Du hast dich diesen Leuten im Untergrund angeschlossen? Jo. Wieso? Ich kann dir nur einen Tipp geben. Master Sinil. Pass auf dich auf. Menschen setzen gern Masken auf, um sich selbst zu verstellen. Und oft haben sie dunkle Geheimnisse. Martha will eigentlich das Ei kochen, deswegen sollte es heil bleiben. Wir sehen uns, Ethan. Scheiße, Mann, Martha ist es bestimmt, ey. Ich sehe es schon kommen. Ich eher Bianca anschießen, sie hat auch Pokémon. Und sie hat einen geilen Arsch. Genau. Immer wenn Ethan nicht da ist. Aber Martha sieht doch auch nicht so schlecht aus. Okay, stimmt. Also, ja, Alter, hat sie sich echt gut gehalten. Wow. Sie hat sie auch ähnlich stimmt, weißt du? Martha ist okay. Hast du es gefunden? Das muss es sein. Hier ist es. Ethan übergibt Dave das Erinnerungsfoto. Wow, danke Ethan. Jetzt kann ich wieder masturbieren. Oh Gott. Ja, also. Wir müssen weitermachen.
Wir werden die ganze Scheiße überstehen. Wir sind so weit gekommen. Na schon, Professor Joy? Alles Professor wird gut Joy? Gehen. Da bin ich mir sicher. Schwester Joy könnte Schwester die Joy. Weil sie sind so den Tod von Chanera mit angesehen, dass sie ausgeweitet worden sind. Ich habe vorhin nochmal Bianca getroffen. Bianca? Die Arenaleiterin, die dich und Harold vorhin angegriffen hat? Oh, Harold. Aber da sie uns angegriffen hat, ist jetzt erstmal egal. Das sie uns. Genau, ich habe mich vorhin mit ihr unterhalten. Und scheinbar weiß sie sehr viel mehr über den Ausbruch der Seuche als wir. Sie sagt, der Ausbruch dieser Infektion liegt hier, hier in dieser Stadt, in Dukatia City. Was? Hier? In Dukatia City? Und woher? Wo liegt der genaue Ursprung? Hat sie dir das gesagt? Leider nein, dazu kam sie nicht. Sie hat sich um Mausenstopp gemacht, ehe sie mir alles erzählen konnte. Flügel. Wow. Hier liegt also die Wurzel allen Übels. Dave ist schuld dran, das hätte ich nicht gedacht. Sofort von Anfang an. Er redet so viel, er ist so mink. Er wollte seine Frau da oder seine Freundin wiederbeleben. Und du denkst, man kann die Infektion stoppen? Das war sein Experiment. Eventuell, ja. Das wäre endlich mal wieder ein Hoffnungsschimmer in dieser gottverdammten Welt. Danke nochmal für das Bild, Eve. Keine Ursache. Da gibt es noch was Wichtiges. Ich habe da was vorhin draußen gesehen. Ja, wenn er draußen war, hat das Bild. Komm einfach nachher. Er wollte uns doch da was dafür geben. Dave, du kleiner Spasti, mach endlich. Komm einfach nachher nochmal auf mich zurück. Muss der jetzt. Wow, 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 wow. Das Ei schlüpft! Woo! War es ein Ausrufezeichen? Ach, so ein Job. Das Ü-Ei schlüpft. Ganz leise. Einfach genießen. Sie bläht es gerade. Jatta, Jatta, Banzai. Wow. Das ist bestimmt voll nutzlos. Jatta, Jatta. Oh, geil, wie Manda. Ganz scheiß. Noch ein Feuer-Pokémon. Ja. Nochmal Glut. Das ist Level 1, voll nutzlos, ey. Level 5, Mann. Nein, nein, nein. Ah, ja, ja, ja. Bene. Und endlich ist ein Pokémon rausgeschlüpft. Ja, geil. Freu mich so. Die Hexenzeit. Oh. Ja. Los! Kommander! Ich kann kein R rollen. Egal. Glumanda, hab gehört, das sind ziemlich starke Feuer-Pokémon. Wie du, Brando. So. Tschüss. Wie du, Brando. Lava, Lava! Igelava! Harter Scheiß. Ich werde mich gut um es kümmern. Na? Wie? Aber geil. Und erstmal wieder hinsetzen. Es geschlürft und wir können sofort den Kampf gegen die Zombies schicken. Glumanda, ja, wir bauen uns eine Pokémon. Süß, der kleine Arzt! Ja, weiß er, dass es der ist. Mm. Pass auf, der beißt dich gleich. Ah, ich bin Zombie! Hat sich nichts geändert. Tja, hat er jetzt irgendwas gesagt? Dave! Ja, oh, Dave. Hörst du eigentlich zu? Nein. Oder nur mal so zwischendrin rein? Nur mal so zwischendrin. So, was war das denn, was du gesehen hast? Ein Zombie hat gekackt, das war ziemlich ekelhaft. Also, ich glaube, das wird nicht einfach für kleine Jungs. Da ist schon wieder so ein riesiges, infiziertes Pokémon, das die Stadt angreifen wird. Achso, jetzt kommt Turtok oder was? So wie das Bisaflow, aber jeder Ein- und Ausgang der Stadt ist doch versperrt von Leichen. Das Pokémon greift aber nicht vom Land aus an, sondern vom Wasser. Wasser! Karpador! Invasion der Karpador-Zombies. Es wäre wichtig, dass es getötet wird, sonst könnte es hier ganz schnell ungemütlich werden. Also ein Wasser-Pokémon? Yeah. Scheiße, ja! Scheiße, yeah, Scheiße. Alter! Hör zu, selbst ein Igelava sollte gut mit infizierten Wasser-Pokémon klarkommen. Denk dran, es sind keine richtigen Lebewesen mehr. Ja, guck, er zwingt uns immer zum Töten, Dave. Der ist bestimmt so... Wirst du es tun? Er oder Master, die haben... Ja, also Master ist, glaube ich, auch... Oder? Leider, Master hat jetzt wieder ein Pokémon, sie ist verlässlich, ganz ehrlich. Mhm. Sie macht das einmal kurz, so schnippt in ihren Trainingsmethoden, ist es ein Glurak. Ja. Glaub mir, denn... Wenn ich Munition hätte, würde ich dem hässlichen Vieh in die Fresse ballern, bis es keinen Mucks mehr macht. Oder du. Hier, ich gebe dir mal die Glava. Viel Spaß. Verdammt, ich fühle mich momentan so machtlos. Ja, so das Arschloch, ey. Ist schon gut. Wie gesagt, das, was du machst, machst du sehr gut. Du machst nichts gut, du Wichser. Du machst gar nichts. Danke. Ethan, wenn du bereit bist, dann komm zu mir. Ja, ich würde sagen, einmal abspeichern auf jeden Fall noch. Ab zu Garados. Oder Garados. Ich glaube, das ist schon. Oder ist ein Turtok? Gar nicht. Speichern. Turtok, speichern.
Ja, ich wollte hier so speichern. Ach so. Du musst eh wieder zu Dave. Ja, von daher ist es scheißegal, Bene. Das machst du voll umständlich. Warum, Bene? Weil Bene, Bene. Bene? Weil Bene einfach Bene. Okay, das zählt. Und dann auch hier nochmal speichern. So. Sehr schön. Warum okay, bist du jetzt rausgegangen? Wollten wir nicht zu Turtok? Siehst du, da passiert was. Ja, dann geh mal zu Turtok hin. Sollen wir wieder zu Dave? Ja, hat er doch gesagt. Gott. Wieso müssen wir schon wieder zu den nehmen? Weil er das gesagt hat. Du kannst sowas auch mal lesen oder zuhören. Er liest es alles vor, aber versteht es nicht. Also, Bene. Was denkst du? Okay. Bist du immer gegen diese? Bist du bereit gegen dieses? Infizierte Wasser-Pokémon zu kämpfen? Fan? Moment. Nee, noch nicht. Bereit. Bereit. Alles klar. Ich wünsche dir viel Glück, mein Freund. Mach die Achso, die Cappy ist schon verkehrt. Hier, nimm mein Spielzeug mit. So, jetzt musst du. Oh, Setra King ist das beste Pokémon. Ein infiziertes. Voll das Fette, ey. Setra King. Er ist mutiert. Wow, shit happens. Das sieht voll krass am Arsch aus. Aber wir kriegen das hin. Ja, Brando? Du kannst es besiegen. Glut, wie mache ich Glut? S. Oh, es bewegt sich sogar. Es ist bitter als das. Oh, voll erwischt, ey. Du bist fast tot, ne? Wow. Ey, da kommen noch Zombies. Da, das wäre richtig toll. Bene ist gestorben. Ja, aber sehen wir dann, glaube ich, in der nächsten Folge. Die dürfte vorbei sein. Ja. Deswegen bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.